Bigger, bigger. Living with Luna, Kapitel 3: Lasagne und andere Katastrophen. Es ist Abend. Ich liege auf dem Sofa und sehe Fern, als Luna durch die Tür stürmt. Noch bevor ich mich wundern kann, wo sie herkommt, schnappt sie sich den Controller, marschiert zum Sofa und drängt mich hinunter. Widerspruchslos setze ich mich auf den Boden. Ich habe mich inzwischen in meiner Rolle eingefügt. Wie bist du hier reingekommen? Frage ich verwundert. Mit meinem Schlüssel, wie sonst? Seit wann hast du einen Schlüssel für mein Haus? Unwichtig. Eine Weile schweigen wir. Wo warst du? Nur ein wenig spazieren. Hat dich jemand gesehen? Frage ich unruhig. Nein, glaube ich jedenfalls. Wo hast du einen Schlüssel für mein Haus her? Das willst du nicht wissen. Wieder eine Weile des Schweigens. Soll ich uns Abendessen machen? Sie unterbricht ihre obligatorische Ballorgie, um mich ungläubig anzusehen. Ist das dein Ernst? Warum nicht? Erwiderte ich. Kannst du überhaupt kochen? Das weiß man nie, ehe man es ausprobiert hat, oder? Klingt gut. Hast du an was Bestimmtes gedacht? Wie wär's mit Spiegeleiern? Einige Zeit später stehen wir in der Küche und beobachten das weiß-gelbe Etwas in der Pfanne, das außerordentlich seltsame Geräusche von sich gibt. Was bitte ist das? Fragt Luna vorsichtig. Ich bin mir nicht sicher, stammle ich. Sicher, dass das Ei nicht befruchtet war? Ich schüttle nur unsicher den Kopf. Plötzlich beginnt das Etwas in der Pfanne sich aufzublähen und mit einem lauten Knall zu zerplatzen. Luna wirft sich schreiend auf den Boden, doch für mich kommt jede Hilfe zu spät. Während ich mir den weißen Schmodder aus dem Gesicht zu wischen versuche, tut Luna ihr Bestes, ihr schadenfrohes Gekicher mit einem Hustenanfall zu überspielen. Darf ich jetzt obszöne Witze machen? Fragt sie lachend. Untersteh dich. Nachdem wir die Sauerei in der Küche so gut es geht beseitigt haben und sämtliche Fenster weit aufgerissen haben, sitzt Luna wieder auf ihrem Sofa, während ich nach dem Telefonbuch krame. Was hältst du davon, wenn wir uns eine Pizza bringen lassen? Klingt super, aber ich hätte da noch eine Frage. Nur zu. Wovon hast du dich bei deinen Kochkünsten bislang ernährt? Tiefkühlpizzen. Wird das nicht irgendwann langweilig? In dem Fall steige ich auf Fertiglasagne um. Doch wohl nicht die von Lidl. Eine lange Pause entsteht. Ich sehe schuldbewusst zu Boden. Du Monster! Ruft Luna angewidert. Ich wusste ja nicht, dass da Pferde drin sind. Ja klar, und Judas wusste nicht, dass die Römer den armen Jesus ans Kreuz nageln wollten, hm? Ich kann nur sagen, dass es mir leid tut, stammle ich den Tränen nahe. Das sollte es auch, faucht Luna vernichtend. Zwischen uns entsteht eine weitere Pause beleidigendes Schweigens. Würdest du mir verzeihen, wenn ich dich noch etwas länger bei mir wohnen lasse? Luna blickt mich lange nachdenkend an. Dann nickt sie. Erleichtert atme ich auf und bestelle zwei extra große Pizzen. Ausdrücklich ohne Pferd. Und während ich Luna so ansehe, wie sie mit zufriedenem Grinsen vor dem Fernseher sitzt, werde ich das Gefühl nicht los, ihr wieder einmal auf den Leim gegangen zu sein.